Hier, wie nennt man das nochmal, wenn junge Frauen gezwungen werden, bestimmte Männer zu heiraten? Ja, richtig, Adel. Ach, das hat mich echt enorm erleichtert, dass der zu Gutenberg sagt, dass es schon bald wieder aufwärts geht. Allen notorischen Fachleuten zum Trotz. Ja, er rechnet mit Aufschwung Milch und Honig schon im Herbst, also kurz nach der Bundestagswahl, falls ihr ihn wählt. Falls nicht, könnte den das wirklich aufregen. Wie dieses kleine Kätzchen, das mit seinem neuen Halsband nicht so ganz glücklich ist. Ja, oder im schlimmsten Fall wird der Karl richtig ungehalten. Ungefähr so wie diese Dame, die am Flughafenschalter in Hongkong gerade erfahren hat, dass sie ihren Flieger verpasst hat und jetzt stundenlang auf den nächsten Flug warten muss. Naja, aber ihrem Ehemann sei die Auszeit mal gegönnt. Dabei ist der zu Guttenberg ja an und für sich ein sehr besonnener Mensch, hat seine Frau jetzt verraten, die Stefanie, die er aber bestimmt nur ganz zärtlich Gräfin von Bismarck-Schönhausen nennt. Ja, laut Stefanie ist Karl Theodor total sparsam, trägt keine Maßanzüge und putzt sogar die Schuhe selbst, vor allem die vom Seehofer. Der würde nie leichtsinnig werden, wie etwa der chinesische Künstler Li Wei, dessen Website immer wieder einen Besuch wert ist. Seit Jahren verblüfft er mit unglaublichen Fotos, deren Entstehung tatsächlich allerdings viel ungefährlicher ist, als es scheint. Denn wie Li Wei in den Videos auf seiner Website selbst zeigt, entstehen seine tollkühnen Inszenierungen vor allem durch den versierten Einsatz von Bildbearbeitungsprogrammen, Spiegeln, Kränen und Seilen. Ja, man kann ihm nur raten, dass er seine Leute auch immer pünktlich bezahlt. Wer Kunst und körperliche Ertüchtigung auch mal gerne verbinden möchte, dem sei ein Ausflug nach Tokio empfohlen. Für ein Fitnessstudio hat der Designer Nendo nämlich diese Kletterwand im Bilderrahmen-Look entworfen. Ja, und wem der Flug zu teuer ist, der probiert's einfach mal im Museum. Und wer Höhenangst hat, der probiert's einfach mal mit diesem Fotostream, in dem ständig seltsam faszinierende Bilder von alpinen Webcams veröffentlicht werden. Wobei man da dann natürlich die richtige Action verpasst. Wenn zum Beispiel die Dorfjugend mal wieder eine besonders gute Idee hat und einen riesigen Schneeball zusammenbaut und dann losrollen lässt. Zum Glück hat die natürliche Auslese in diesem Falle aber nochmal ein Auge zugedrückt. Gut, aber auch in der eigenen Nachbarschaft kann man ja oft spannende Dinge beobachten. Und zwar ganz unauffällig. Jedenfalls, wenn man dieser Anleitung folgt und aus seinem Zimmer eine riesige Kamera Obscura macht, die das Geschehen in der Nachbarschaft als auf dem Kopf stehendes Live-Bild auf die Zimmerwand wirft. Ideal für Parksünderaufschreiber. Und wenn mal gerade nichts los ist, kann man ja immer noch auf topdocumentaryfilms.com ausweichen. Eine Auflistung interessanter, teilweise umstrittener Dokumentationen, von denen man sich viele auch gleich auf der Website angucken kann. Eine wahre Fundgrube, nicht nur für Verschwörungstheoretiker. Das war Ehrensenf, ich bin Janine und tschüss. So, ich muss jetzt los, meine Bahn kommt. Wie, die ist schon weg? Die 13 ist weg?